Und damit direkt wieder Moin Moin und zurück zu Aria of Sorrow. Karte sieht soweit schon ganz gut aus, lässt auch ein bisschen Zeit für einen kurzen Schluck Kaffee. Der muss heute einfach sein, wir gehen es ganz gemütlich an. Und ich werde noch ein bisschen Backtracking betreiben. Ihr mögt es mir auch verzeihen, wenn ich hier direkt schon wieder am Weiterspielen bin. Also ich habe jetzt, glaube ich, drei... Das ist der vierte Part direkt hintereinander. Ich kann da also nicht super groß auf irgendwas eingehen. Aber ist ja auch kein Muss, sondern ist ja eigentlich nur so eine Hilfe mit dazu. Und ich muss halt echt sagen, ich bin im Moment so derbe angefixt. Ich kann nicht aufhören zu spielen. Okay, hier waren wir ja überall. Das heißt, wir können jetzt eigentlich hier wieder gehen. Was ich noch machen will, ist jetzt die ganzen Bereiche hier abdecken, weil ich glaube, mit dem Doppelsprung können wir auf jeden Fall auch ganz am Anfang hoch. Da war ja nicht viel. Da hat ja nicht viel gefehlt. Ach, wie die immer alle so schön schreien. Also was Schöneres am Morgen gibt es eigentlich nicht. Heißt aber jetzt leider Gottes auch wieder, dass wir die Musik der Kapelle hinter uns lassen müssen. Ich fand die eigentlich mal zur Abwechslung ganz gut. Oh, sehr gut. Cool auch hier diese Fledermaus hier oben, ne? Die ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, von dem haben wir immer noch keine Seele. Der ist aber auch nicht wirklich spendierfreudig. Der will uns irgendwie keine geben. Nett, ja. Werden wir wahrscheinlich dann eher gebrauchen können mittlerweile. Aha, sieh da. Oh, falsche Taste. Die kommen jetzt hier die ganze Zeit rein. Okay. Euch kann man halt wunderbar abfarmen, aber ich sag nichts Falsches jetzt. Ja, okay, jetzt haben wir uns da ein bisschen verrannt. Das macht aber nichts. Wir haben ja so viel Energie und so viel passiert da ja eigentlich nicht, dass das in irgendeiner Hinsicht mal schlimm wird. Angucken wollen wir uns das nämlich schon. Ah, ich dachte, da kann ich mal ein bisschen ausweichen. Dadurch, dass sie natürlich ein bisschen länger braucht, sich auszufahren. Da müssen wir dran denken. Aber cool, jetzt kommen wir hier schon mal hoch. Wahrscheinlich können wir das Ganze dann abdecken, denke ich mal. So, gerade noch mal den Bildschirm ein bisschen gerichtet, weil das Mikro hat ein bisschen... Oh, verdeckt. Nette Sterbeanimation. Wow. Nette Sterbeanimation, sagt sie. Wow. Also hier diese Säule mit dem Dämonenkopf, der Hintergrund. Wie hammergeil ist das denn, bitteschön? Ach, und dann kommt man hier irgendwo... Dann sind wir hier oben. Ja, ne? Der Raum mit den Tänzern. Mhm. Oh, noch mehr davon. Wunderbar. Wunderbar. Man mag die in Castlevania 4 ja auch schon unheimlich. Was ist hier drin? Oh, fast dachte ich, das ist ein Blob, ey. Ich habe mich schon erschreckt. Blobs sind nämlich furchtbar, furchtbare Trolls. Zumindest, wenn man Castlevania Game Speedrun will. Wie krass hoch es da geht. Alter. Was ist das? Sind das so Teleporter wie in Soden?
Nice. Da ist wahrscheinlich genau hier dann noch einer, ne? Und ich komme da jetzt hin, ohne dass ich den gefunden... Okay. Wie lustig ist das denn? Ich will noch mal ganz kurz zurück. Ich will noch mal ganz kurz zurück, damit wir hier zumindest den Teil noch abdecken. Ich werde den Raum mit den Tänzern jetzt nicht noch mal versuchen abzudecken hier. Den rechts hier nebendran, weil ich glaube, so hoch kommen wir gar nicht. Den haben wir auf jeden Fall. Ich meine, ich kann es probieren, aber... Ja, dann müssen wir den ganzen Kram hier wieder durch. Das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Wir kriegen ja eh noch ein bisschen mehr, mit dem wir hier was anfangen können, ne? Also, können wir da auch nochmal zurück? Was ich jetzt krass finde, ist jetzt echt, dass wir da, wo ich eigentlich auch hin wollte, jetzt eigentlich direkt den Shortcut haben. Das ist ziemlich cool. Ha! Wie krass ist... Ach, warte! Jetzt sind wir... Jetzt sind wir nämlich auch schon da, wo ich eigentlich hin wollte. Wie geil ist das? Ich dachte, ich muss da noch ein Stück laufen, aber nee. Hier, was passiert eigentlich nochmal, wenn ich hier komplett rausgehe? Ach, guck an. LOL! Oh, und Mina steht wieder. Welcome back, Soma. Hey. What? That man over there. Who? You mean Hammer? His name's Hammer, huh? Don't you think he's a little scary? No, I think he's a decent guy. But look at all those weapons he has over there. He told me he was opening up his own shop. Here? He's opening a shop in this castle? He's weird. Oh, die Unterredungen sind aber auch irgendwie so ein bisschen... Naja... Yeah, he's pretty strange. Sind wir nicht alle ein bisschen strange? But if you say that he's a good guy, I'll believe you. Gion Kötene? Keine Ahnung, was sie will. Aber... Die Mucke ist halt einfach... Ich komm nicht klar. Okay, da habe ich gedacht, ich muss kurz niesen. Sorry, musste ich dann auch. Der kommt raus. Hey, that young little lady there. She's staring at you. Is she your friend? Yeah. Wow. I had no idea you were so popular with the ladies. Hey, it's not like that. Don't be shy now. Yeah. It's good to be young. It's a good thing. Alrighty, back to the business. Take a look around, friend. Wow. Okay, gucken wir vielleicht erstmal, dass wir den ganzen alten Kram, den wir da haben. Den Kram lasse ich mal. Das ist alles geil. Das Knife braucht man halt bestimmt nimmer. Das Bastard Sword hat mir jetzt auch nicht wirklich geschmeckt. Aber ich glaube, das würde ich behalten. Hammer. Hatten wir da nicht mehrere? Ja. Das Kurzschwert kann man verkaufen. Brauchen wir bestimmt nochmal. Battle Axe. Rapier haben wir noch eins. Kann man verkaufen. Tunika haben wir nochmal zwei Stück gefunden. Lederplatte. Copperplate. Ja, die werden wir auch nicht mehr brauchen. Int geht halt hoch, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das ist ja nur ein Downgrade zum Hard Pendant, also brauchen wir das auf jeden Fall auch nochmal. Ansonsten würde ich mal den Rest einfach hier drinnen lassen. Castle Map 2. Ist halt die Frage, ob man die irgendwo findet, wie die Castle Map 1, aber kostet halt nur 100, deswegen brauchen wir sie nicht mal finden. Potion Nummer 4, Mind Up, Anti-Venom. So viel Geld, wie wir haben vielleicht. Aber ich gucke erstmal, was er hat, bevor ich mich jetzt tot kaufe. Standard Dagger. 46.
Der macht für einen Decker gut Schaden. Combat Knife. Knife designed for hand-to-hand combat. Ist, glaube ich, auch nicht falsch, ne? Also auch das macht mehr Schaden und wäre vielleicht eine kleine, sehr schnelle Kurzwaffe, wenn ich jetzt vergleiche, ne, mit dem, was wir so haben. Speer. Ich mag Speer aber eigentlich schon. Terranigma. Ja. Katana. Klingt eigentlich auch gut. Kampfkleidung. Bringt aber die Defense runter. Und das war's eigentlich auch. Okay. Hat der hier im Moment... Nö, sonst nix, ne? Der hat also hier... Der kriegt wahrscheinlich noch Dinge dann dazu. Der hat jetzt keine sonstigen Sachen, die uns da groß helfen. Ah, da kann man hier mit L- und R-Taste auch ein bisschen die Menge bestimmen. Okay. Katana sehe ich jetzt nicht gerade ein, dass ich das brauche. Ich würde aber vielleicht aus Scheiß... Ne, der Speer bringt uns so viel gar nicht. Ist für mich also das Ganze nicht wert. Aber ich würde ernsthaft aus Scheiß mal das Combat Knife kaufen. Wir haben so viel Geld, du. Wir haben so viel Geld. Dann kann man zum Beispiel auch nochmal eine kleine, kürzere Waffe mitnehmen. Weil ich mag das Whipsword, aber ich mochte zum Beispiel auch ganz am Anfang dieses kleine, was wir hatten. Das ist jetzt nämlich genauso vom... Ups, von der Animation her wie unsere Anfangswaffe. Ne, geht auch genauso schnell eigentlich, sieht genauso aus. Ausführung ist dieselbe, macht aber mehr Schaden. Ist vielleicht manchmal auch gar nicht schlecht, so eine Waffe zu haben. Deswegen war es mir da jetzt auch mal wert zu switchen. Ne, da kommt auch nichts. Da habe ich jetzt aber noch gar nicht offscreen wieder versucht, Seelen zu holen. Schon wieder eine Tunika, aber Seelen wollen sie keine droppen. Aber ich habe natürlich jetzt auch schon gehört von euch in den Kommentaren, dass es da durchaus auch noch andere Sachen zu kaufen gibt, die einem helfen, zum Beispiel irgendwelche... Ringe oder Gegenstände, die halt da mit dem Lack noch mal ein bisschen nachhelfen bezüglich Seelentrop und so. Von daher denke ich mal, dass der sein Inventar eben da noch erweitert, weil wir da jetzt gar nichts davon haben. Ja, Seelentropfen ist bei denen nicht so. Wie viele Tuniken wollen die uns denn verkaufen, bitte? Und die Dinger hier. Schon wieder. Ist das denn die Möglichkeit? Ihr füttert uns gerade mit Geld, das ist euch schon klar. Aber keine Seelen loswerden. Ja, ich sehe das schon. Sind aber wahrscheinlich, denke ich mal, dann auch ein bisschen seltenere wieder, weil die eigentlich so am Anfang sind. Aber jetzt halt wieder und wieder keine Troppen. Naja, also ich denke mal, das ist auch so eine Sache wieder mit der Seltenheit hier. Genauso wie beim Stone Knight, oder ich habe bei beiden einfach wirklich großes Pech. Ich denke aber eher, dass das eine Wahrscheinlichkeit ist. Naja, siehst du, da kommt nichts. Ist es wahrscheinlich dann auch nicht wert. So viel Lack haben wir jetzt ja auch noch nicht. Vielleicht dann später. Ich würde einfach die ganzen Tuniken noch mal ganz kurz verkaufen, so viele wie das jetzt sind. Oh, Katze. Das, ja, bringt uns eigentlich auch nicht krass. Standarddecker will ich eigentlich auch nicht haben. 7 Tuniken.
Doch, doch, kein Schwein. Katze. Oh, die Katze. Okay, jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Da waren wir nämlich quasi gucken, aber auch nicht richtig. Hier war das Ding. Aha, ja, ja. Ich sehe schon, worauf das rausläuft mit dem. Ist jetzt hier natürlich nicht die beste Waffe, lässt sich aber machen, wenn man geschickt vorgeht. Ist hier oben was? Da oben ist was. Hallo? Hallo? Gut, gut, okay. Oh, auch hier mit den Fledermäusen wieder und dem Hintergrund. Ist das geil oder was? Krass, ey. Sieht schon verdammt geil aus. Jetzt ist hier... ist auch noch was. Aber da komme ich wahrscheinlich jetzt von hier oben lang. Ja, sonst sehe ich da... okay. Da müssen wir anders hin. Sieht schon cool aus, ha? Wow. Also so hintergrundtechnisch bin ich total beeindruckt. Macht ordentlich was her. Ach, und hier kann man dann... ja, da ist das aber hier immer noch hier oben. Cestus, da kommen wir dran. Ist das eine Waffe? Sieht jetzt komisch aus. Nee, ist es nicht. Was ist das? Castle Map 2 haben wir jetzt. Wo ist das bitte? Da sind nur die zwei, da ist nur das. Da, doch. First Attachment Use. Ah, das ist so eine Art Schlagring. Okay. Lass mal gucken, was uns die Castle Map jetzt... ui, boah. Okay, da ist noch ein ziemlich krasses Gebiet hier oben. Da unten haben wir scheinbar alles durch, bis auf den einen Raum. Da will ich aber auch nochmal hin. Okay. Und hier kann man nochmal ganz hoch am Anfang. Das ist so ein bisschen genau wie bei Symphony of the Night, wo am Anfangsbereich oben auch nochmal ein Riesenstück war. Was man da zum Beispiel mit diesem Hypersprung... nein! Nein, hau ab! Ich hasse die! Okay, sie schreien nicht so krass wie in Symphony of the Night. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Weil die fand ich total eklig, weil die immer so komisch geschrien haben, wenn man sie gekillt hat. Das hat so ein bisschen was von... man kann später hier durch mit so einer Art Dust, wie das in Sorden auch ist. Das sieht nämlich aus wie so eine Art Durchgang. Aber wir kommen hier nicht mehr weiter außerhalb. Ich komme hier nicht durch. Und ich kann auch hier nicht irgendwie nochmal gucken, weil da müssen wir hin. Da, wo hier dieses Ding ist. Das würde ich schon ja noch haben, aber es geht von hier nicht. Und von hier unten habe ich jetzt auch keine Möglichkeit gesehen. Nee. Zwei Stück, eins hier, okay. Das müssen wir uns dann auch nochmal im Hinterkopf behalten, weil da kommen wir so nicht hin. Anfangsbereich kommen wir ja eigentlich auch nicht wirklich hoch. Also ich würde mir den jetzt auch einfach aufheben, weil ich mir denke, dass das wirklich was ist, wo man nochmal entweder Fledermaus oder nochmal einen Supersprung oder so. Die sind auch nicht wirklich so mit ihrer Seele. Oder die sind vielleicht zu arg auf ihre Seele fixiert. Level up, aber wieder keine Seele. Das ist schade. Ich habe jetzt echt versucht, vielleicht kriegen wir da noch eine raus. Zwei, aber...
Ja, okay, lass gut sein. Wie gesagt, ich will da nur ein bisschen probieren. Ich will da nicht krass rumprobieren. Wenn das nämlich nicht will, dann will's nicht. Dann machen wir das so irgendwann. Das ist jetzt kein Ding, was man sich da immer angucken muss. Ja, werft uns doch voll mit Tuniken. Was soll das denn? Ist doch blöd. Okay, warte mal. Hier hinten war noch was. Okay, da geht's nochmal runter, aber das war, glaube ich, mit Wasser. Das heißt, da kommen wir auch nicht hin. Hier speichern wir nochmal kurz. Irgendwas wird es dann wahrscheinlich geben, um durchs Wasser zu kommen oder Wasser abzustellen. Eins von beiden. Aber wo war denn jetzt der andere Bereich genau? Da kommen wir nämlich dann rechts rein und dann können wir den Bereich nochmal ein bisschen abdecken. Oh, endlich! Skeleton, ganz normale Skeleton-Seele. Danke. Ja, im Prinzip muss man das, glaube ich, nicht so zeigen. Oder wir machen es einfach mal, aber der schmeißt ja im Prinzip dann einfach nur eine Seele. Wie jetzt hier das Skelett auch in so einem Bogen. Bisschen wie man das mit der Axt kennt aus Castlevania 4, aber halt nicht so einen schönen Bogen, sondern mehr so wie gewollt und nicht gekonnt. Genau, hier können wir dann nämlich nochmal runter. Wobei da oben war auch noch was. Aber jetzt gehen wir erstmal hier lang, das ist eh eine Sackgasse. Ja, und das ist auch das, was mir gesagt wurde. In manchen Stellen haben die kleine Minifische dabei. Also nicht so, dass sie die gespawnt hätten. Ich komme halt hier gerade nicht mehr raus, weil ich blöd bin. Oh, und die gehen aber auch weg. Okay. Okay. Jetzt sind wir nämlich hier oben, genau. Hä? Oh, krass, hier gibt es da noch ein Gebiet, oder was? Was jetzt auf der Castle Map 2 auch gar nicht drauf ist, sondern dann wahrscheinlich in der Castle Map 3. Oder was zum... Wie geil ist das denn? Ich mag das, dass wenn man diese Maps kriegt, dass das nicht alles abdeckt, ne? Du denkst dir ja bei der Prozentanzahl und dem, was du siehst. Ach, du scheiße Hühnchen! Nein! Boah, wow, was für ein fieses Vieh! Krasser Scheiß! Alter, die Musik, der Hintergrund? Ich sollte mich hier, glaube ich, auch noch nicht so krass aufhalten, glaube ich, habe ich das Gefühl. Ich wollte aber mal zumindest gucken, was das hier ist, ey. Willst du mich verarschen? Das sieht verdammt geil aus. Okay, aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal den anderen Kram hier angucken. Wenn das hier ein neues, völlig neues Gebiet ist, dann will ich da auch in Ruhe dann gucken und nicht mal... Ja, wir stöbern jetzt rein und dann da hängen bleiben und dort hängen bleiben. Wir machen jetzt mal das, was ich noch machen wollte. Aber krass, ist das geil. Das heißt, wir müssen auch da halt irgendwann eh nochmal hin. Ist also noch nicht komplett abgedeckt. Da wollte ich aber noch hin. Ah, da kam ich aber noch nicht hin, weil da... Ja, weil da haben wir nämlich das Problem mit dem Wasser. Da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass das daran lag. Schade.
aber geil, ich sag nix. Ich bin saumäßig gespannt, was in dem Gebiet da noch so alles drin ist. Außer, Killerhühnchen, ne? So, hier nochmal kurz speichern, weil füllt halt auf, ist ja geil. Aber Mann, oh Meter. Da oben sind noch ein paar Sachen, die will ich mir angucken. Ja, ein ganz da hoch, das ist so ein großes Ding. Und da geht's ja auch nochmal dann in ein ganzes Gebiet rein. Ja, über diesen großen Raum geht's irgendwann links von uns jetzt auf der Karte. Geht's nochmal ganz hoch. Also werde ich mir das irgendwann auch bei Gelegenheit angucken. Dann macht's mehr Sinn, jetzt hier diese kleinen Räume noch abzugehen. Blaue Krähen haben wir ja auch immer noch keine Seele, aber wie gesagt, da gucken wir dann einfach. Genau, da oben sind jetzt zwei Räume. Von dem brauchen wir auch immer noch eine Seele, das ist richtig. Oh, ich dachte, der ist fertig. Sorry. Ah, da geht auch noch nichts, aber da kommen wir bestimmt anders hoch. Ja, das reicht nicht hier oben. Heißt aber dann vermutlich auch, dass wir da immer noch nicht hochkommen, ne? Naja, weil auch von da. Auch von da. Ja, das ist zu lang. Ja, das reicht wirklich nicht von der Höhe her. Schade. Hätte ich mir auch noch gern angeguckt. Aber dann machen wir die hier neben mal noch. Spannerauge haben wir ja jetzt. Zum Glück, das hat sich auch ziemlich geziert am Anfang, aber da haben wir zumindest eine Seele rausbekommen. Genau, hier wollte ich auch irgendwo nochmal hin. Ich weiß bei uns nicht mehr ganz Oh! Die da wieder. Da oben ist noch was? Was? Aber da kam man, glaube ich, nicht hin, ne? Ah, da ist noch mal mehr. Was? Ah, da geht's von da oben rein. Das ist ja doof. Und hier komme ich nicht hoch, ja. Das wurmt mich ja doch schon ein bisschen. Ich will da nochmal gucken, was hier war, dass wir da nicht reingekommen sind. Das wäre jetzt hier nochmal zurück und dann irgendwie durch. Da gab es wahrscheinlich jetzt irgendeinen Grund dafür. Ich habe schon wieder vergessen, was es war. Wir machen die kleinen Räume hier rechts nochmal, gucken uns die an. Und dann werde ich beim nächsten Mal wieder gucken, dass wir noch ein paar Seelen bekommen und guck einfach so nochmal nach, ob wir da jetzt probiert haben, hochzukommen schon.
Und wenn nicht, zeige ich euch das auch noch. Ist auch cool hier mit den Pferden, finde ich. Aber die sind halt immer noch nicht so wirklich bereit, ihre Seele herzugeben. Okay, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ihr wollt einfach noch nicht so. Ihr hängt noch am Leben. Was haben wir hier noch? Hier oben wäre es dann. Ah, fies. Ja, das geht auch noch nicht. Das geht auch noch nicht, weil selbst mit Doppelsprung und allem. Ist aber auch dann, wie ihr seht, hier oben an der Tür, das führt auch wieder in ein anderes Gebiet. Das heißt, das hier ist leider auch noch nicht so ganz machbar. Also hier unten der Bereich mit dem Wasser, ganz oben Eingangsbereich. Der Dancer-Raum, hier oben auch nochmal die kleinen Räume, wo man auch mit dem Doppelsprung jetzt nicht hinkommt. Zumindest nicht, soweit ich das festgestellt habe. Aber gut, ich würde sagen, wir speichern. Und dann gucken wir beim nächsten Mal weiter. Das sieht aber dann durchaus aus, als könnte das der Bereich sein, in dem wir eben gerade kurz waren. Ja, da brauchen wir wahrscheinlich dann so eine Fledermaus oder sowas. Gut, aber geil. Ich bin ultra gespannt, was das noch gibt. Und ich glaube, der neue Bereich, der hat es durchaus in sich. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann!